Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Mensch Leute, ich habe es an einigen Stellen schon genannt gehabt, in letzter Zeit nicht viel gekommen von Champions. Tut mir wirklich leid, aber ich denke mal mit der Ausgabe heute, ihr seht ja bereits wie lang sie ist, werden wir da schon ein bisschen entgegenwirken. Ich werde ein kleines bisschen erzählen, was ist so passiert. Wir werden auch noch ein bisschen zocken auf jeden Fall, weil ich muss Gauntlet Blitz, will ich noch ein kleines bisschen was machen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du in dem Video gleich mit verwursteln. Aber ich will als allererstes, bevor wir hier jetzt überhaupt über Worcester reden, bevor wir über Gameplay reden, über eine ganz andere Sache reden. Und zwar haben mich bezüglich Champions ein paar Goodies Geschenke erreicht. Leute, wir springen hier mal ganz kurz rüber in die Facecam. Und zwar, einmal habe ich was von Scopely direkt gekriegt und einmal von einem Zuschauer. Und Leute, darüber reden wir heute ganz kurz. Und zwar, wir gehen erstmal zu dem, was ich von Scopely gekriegt habe. Wartet, ich habe das jetzt hier so vor mir liegen und da war noch ein kleiner Brief mit dabei gewesen, wo ich wirklich sagen muss, egal wer das geschrieben hat, ein bisschen eine Sauklaue. Aber Leute, hey, wenigstens per Hand geschrieben, das ist doch schon mal die halbe Miete. Ich werde euch den jetzt nicht so groß vorlesen, ist eh komplett Englisch, geht's halt wirklich so darum, dass Scopely sich bedankt für die Zusammenarbeit, dass man sich auf die Zukunft freut, auf zukünftige Projekte und dass sie sich bedanken für jegliche Form der Unterstützung halt durch die Videos und dass das Jahr 2020 gut verlaufen wird und ja. Und dass man halt weiterhin Spaß mit dem Spiel hat und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich liebe ja so Zettelchen, das sage ich ganz ehrlich, den hebe ich mir auch auf. Und Leute, darüber hinaus habe ich ein kleines bisschen was gekriegt. Zum einen finde ich es ehrlich gesagt richtig toll und freue mich darüber, weil ich da nämlich so ein kleiner Fan von sowas bin. Und zwar habe ich einmal einen Schlüsselanhänger gekriegt. Ein Schlüsselanhänger von Champions. Ihr seht, hier ist dann das WWE Champions Logo drauf. Immer noch, weil die Frage im Kommentarbereich war, mit diesem 2019er Logo. Ja, das Spiel hat so ein 2020er Logo, aber das ist für mich auch noch nicht offiziell von Scopely bestätigt, dass ich das offiziell in meinen Videos, in meinen Overlays verwenden darf. Deshalb immer noch das 2019er Logo. Nur mal so für euch zur Info. Also haben wir so einen Schlüsselanhänger und wie heißen diese hier, diese Clips, ne? Die du dir da so beim Gürtel ranmachen kannst oder ja, was weiß ich, und dann hier so Schlüssel ran machen kannst. Ziemlich cool. Auch im WWE Champions Design. Und dann, was ich ja auch richtig toll finde, ihr könnt das nicht wissen, definitiv. Und zwar, ich stehe übelst auf Magneten. Auf Magneten für den Kühlschrank, wo auch immer, wenn ich irgendwie wegfahre, hole ich mir immer ein Magnet für den Kühlschrank und so weiter. Das ist irgendwie so eine Macke von mir, mache ich immer wieder. Und deshalb hat es wie die Faust aufs Auge getroffen. Und zwar habe ich hier einmal so einen Magnet, ne? Von WWE Champions gekriegt. Dasselbe Bild, was wir auch haben, wenn wir die App halt quasi anklicken. Total toll. Sei ganz ehrlich, der hat, also ich habe ihn jetzt auch extra vom Kühlschrank nochmal abgenommen, um euch das zu zeigen. Und ja, der hängt bei mir auch tatsächlich am Kühlschrank. So, und dann, auch nett, gab's ein T-Shirt für mich. Ein WWE Champions T-Shirt. In dem Brief ist auch geschrieben, dass die Qualität von dem T-Shirt jetzt nicht so mega ist. Also die Qualität von dem T-Shirt ist gut. Nur dieser Aufdruck hier vorne, der ist leider ein bisschen, naja. Aber ich sag mal, für zu Hause und zum Sport ist es vollkommen okay. Mir gefällt aber mega das, was hier so auf dem Rücken steht. Da steht nämlich drauf, ich muss mich hier mal so ein bisschen, da steht nämlich drauf, ihr seht es hier selber, ne? Scopely und drunter Christian on Air. Das finde ich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Freue ich mich wie die Sau drüber. Und passt auch. Von daher alles gut. Und ja, auf jeden Fall. Ja, das mit dem Aufdruck hier vorne, das ist echt ein bisschen ärgerlich, ne? Weil es ist so foliert halt, ne? Ja, aber Leute, die Geste zählt. Die Geste zählt, sage ich ganz ehrlich. Und ich freue mich da mega drüber, über dieses T-Shirt. Ja, das war's jetzt in Anführungsstrichen auch schon gewesen von Scopely. Sollte halt so eine nette Geste sein für die Zusammenarbeit, die man mit den Jungs so gemacht hat. Ich freue mich darüber wie die Sau, erst recht. Der Schlüsselanhänger ist mein Highlight und auf jeden Fall der Magnet, weil das trifft bei mir voll in die Kerbe. Total toll. So, und dann habe ich aber auch, das war dann ein paar Tage später, habe ich von einem Zuschauer noch was zugesendet gekriegt. Und das habe ich habe es ja auch schon ausgepackt und da habe ich mir echt gedacht, wie geil ist das denn? Leute, zeige ich euch. Der Gute hat mir auch noch einen kleinen Zettel mit dazugelegt, handgeschrieben.
Ich finde sowas immer klasse, wenn man sowas mit der Hand schreibt und so. Ist übrigens vom lieben Doktor. Viele sehen das so im Kommentarbereich, sehen ihn da öfters bei mir. Der Doktor schimpft er sich da. Auch schon langjähriger Zuschauer hier bei mir auf dem Kanal. Wirklich eine treue Seele. Der hat hier drauf geschrieben: Lieber Christian, damit du mal gut zu liegen kommst und um vom Stress zu entspannen. Liebe Grüße, der Doktor. So, und da habe ich mir schon gedacht, weil ich den Zettel zuerst gesehen habe, was ist das denn? So, und Leute, ich zeig's mal so rum. Ist jetzt nicht so mega spannend. Das ist ein Kissen. Aber auf der anderen Seite. Ist das geil? Hat er hier schön Christian und R draufgeschrieben und dann hier Hulk Hogan. Hat mir dann nochmal geschrieben gehabt, weil ich den halt nicht gekriegt habe und das mich so geärgert hat. Und so habe ich wenigstens mit dem Kissen, habe ich ihn dann immer bei mir. Ist das nicht toll? Also, da habe ich mich gefreut. Ist auch tatsächlich immer so dekomäßig auf meinem Stuhl, wenn ich hier nicht sitze. Da ist dann dieses Kissen drauf. Doktor, eine Katze hat schon drauf geschlafen. Die fand das richtig toll. Ey, aber Leute, seien wir mal ehrlich. Ist das nicht geil? Und das sind so Gesten. Das kann keine, was weiß ich, Donation oder was weiß ich nicht alles wettmachen. Hier hat sich jemand einen Kopf gemacht und mir sowas von den Tag versüßt mit diesem Geschenk. Ich habe mich mega drüber gefreut. Deshalb, Doktor, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank und natürlich auch an die Jungs von Scopely für das T-Shirt, die Schlüsselanhänger etc. Also ich bin eigentlich innerhalb, das ist schon 3 Wochen her oder so, wo ich das gekriegt habe. Aber innerhalb dieser Zeit bin ich so wirklich so ein bisschen zugeschüttet worden, quasi mit WWE Champ. Champions Merch. Und dieses Kissen, Leute, ist das geil? Ist das geil? Also ich weiß nicht, ich finde es echt klasse. So, ich lege das mal hier hin. Dann seht ihr das dann immer noch so ein bisschen. Ja, alles da hier, ne? Toll, ne? Ist das toll? So, Leute, haben wir das geklärt? Wir gehen jetzt hier mal rüber. Oh, das ist das falsche Overlay. So, kann passieren. So, WWE Champions, wie gesagt, die Geschenke nochmal. Vielen lieben Dank. Sowas ist für mich nun mal immer keine Selbstverständlichkeit. Vielen lieben Dank. Leute, wir sind im Game. WWE Champions, wir hatten ja das, wie hieß das Event jetzt, das aktuelle? Lasst mich mal ganz kurz gucken. Auf jeden Fall haben wir hier einen neuen Meilenstein wegen diesem Flash Feuds Event, was ja im Moment aktiv ist. Sag mal, bin ich gerade blöde? Wo ist es denn? Es ging doch um Shelton Benjamin, ne? Das Love is in the Air Event. Das WWE Champions Third Anniversary Event. Meine Güte, wie schwer ist das denn? Was soll ich euch sagen, Leute? Ich habe bei dem Event das so gemacht gehabt. Ich habe Shelton Benjamin bis 4 Sterne Bronze gemacht. Wir können mal ganz kurz ins Roster gehen. Leute, wir können mal ganz kurz ins Roster gehen. So viel Zeit muss sein, weil ein bisschen was ist passiert, ein bisschen was habe ich vorbereitet, etc. Aber wir waren jetzt gerade bei Shelton Benjamin. Ich habe mal auf 4 Sterne gemacht, halt im Zuge der Tatsache, ich wollte halt die Blitzes machen, das Team natürlich in den jeweiligen Events unterstützen. Deshalb Shelton Benjamin auf 4 Sterne. Muss sagen, er gefällt mir vom Spielerischen her wirklich sehr gut. Also diejenigen unter euch, die ihn auf 4 Sterne Gold gemacht haben, vollkommen legitim. Also ich finde Shelton Benjamin echt nicht schlecht. Klar, markentechnisch wäre es da. Ich sag ganz ehrlich, mir haben die Coins so ein kleines bisschen Bauchschmerzen gemacht und ja, deshalb ist er halt auf 4 Sterne geblieben. Weil nämlich andere Sachen für mich in dem Zuge auch ein bisschen wichtiger waren, was ich diesen Monat halt machen wollte. Ich habe halt den Hall of Fame Booker T von den Postern her gemaxt, von den Coins gemaxt, was ja dann auch immer ordentlich halt reingeht, ne, in die Ressourcen. Ne? Dann den guten Kane von den Postern her gemaxt, von den Coins gemaxt und da fehlt jetzt glaube ich Montag dann noch das Event, dann kann der auch endlich auf 4 Silber und da ist er alleine schon eine Waffe wie Sau und wird halt dauern, bis auf 4 Gold geht, aber ist okay, Leute. Ich kann warten, ne? Dann, wo ich mich sehr drüber freue, das ist nämlich immer wieder richtig schön, wenn man Superstars, die bei einem im Roster immer sehr weit unten sind und wenn du dann endlich mal den Sprung machst und die hochziehst. Und ihr seht, Fandango habe ich jetzt ein bisschen mit Coins gefüttert, simultan mit Tyler Breeze, weil ich mir halt gesagt habe, es nervt ihn ein bisschen, wie der die ganze Zeit hier so am Dancen ist, ne? Das macht ihn fertig. Machen wir es wenigstens mal so seitlich, ne? ja, weil ich ja halt die Maßgabe für mich hatte, dass ich hier für den Showdown-Modus, wenn die Männer drankommen, wirklich ein starkes Tag-Team halt habe, was man dort so in die Defense setzen kann. Und deshalb habe ich mir gesagt, wo ich dann halt Tyler Breeze gezogen habe, habe ich gesagt, Mensch, jetzt musst du machen, jetzt musst du Fandango hochziehen. Hab dann jetzt so postertechnisch schon immer ein bisschen was reingeballert. Die Poster sind auch da, vor allem die roten. Musste ich auch ein bisschen grinden für mich so.
Dass die halt zusammenkommen. Also ich kann ihnen postertechnisch maxne. Ihr seht, cointechnisch fehlt noch ein kleines bisschen. Satte 8,5 Millionen muss ich hier noch reinballern. Die wären da. Ich warte aber natürlich auf das richtige Event. So, deshalb, ihr werdet es dann euch schon ahnen, erahnen können. Tyler Breeze halt, wie gesagt, soweit fertig gemacht. Der ist jetzt auf 3 Silber gegenwert. Ich habe auch einigermaßen schönen Gürtel für ihn gefunden, der ein bisschen auf Juwelenschaden geht, was bei ihm ganz gut ist, weil er halt, ja, auf die schwarzen Gems dann halt, wenn er halt zum Tag-Team reingeht, ja, sehr interessant ist. Und hab mir halt so gesagt, ich werde das mit Fandango zum Beispiel so handhaben. Tyler Breeze, ich glaube, wenn die auf 3 Gold sind, auf was für ein Level gehen die dann? War das 120 gewesen, Leute? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nur mal so testweise. Ja, die gehen auf 120 dann. Und ich habe mir nämlich gesagt, weil ich die halt gleichzeitig so ein bisschen hochziehen möchte, ich ziehe den hoch, den Tyler Breeze, mach den auf 3 Gold, werde den mit Coins maxne. Und in dem Atemzug werde ich dann halt Fandango auch wieder Stück für Stück, werde ich dann halt auf Level 120 bringen. Und dann sind die halt so, dass man immer so Stück für Stück dort die Bäden dann halt hochzieht. Weil mein Ziel, sage ich ganz ehrlich, ist nicht mal unbedingt die Bäden auf 4 Sterne Gold zu machen, weil es auch vollkommen ausreichend ist, wenn man so auf 4 Silber macht. Wenn man ihn auf 4 Gold von den beiden macht, müsste es Tyler Breeze dann sein, weil er natürlich über den Schaden dann halt die Kämpfe auch immer beendet. Fandango reicht auf 4 Silber dann vollkommen für das, was ich vor. Tyler Breeze, wie gesagt, auch 4 Silber, okay. Aber 4 Gold wäre dann vielleicht noch eine Überlegung wert. So, sonst ist nicht viel passiert. Ich habe dann im Rahmen des Events hier bei Jimmy Uso ein kleines bisschen Coins noch reingeballert und damit er endlich mal sein 5000er Talent hat, da ein bisschen was gemacht. Dann, viele von euch haben jetzt auch Eric Rowan am Start. Der ist jetzt auch bei mir auf 3 Bronze soweit fertig. Hab aber gesagt, ist okay, wenn er erstmal so weit ist, das passt mir, ist alles gut, weil bei den Powerhouses geht es halt erstmal um Kane bei mir und das wird halt noch eine kleine Ecke dauern. So, dann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich schon drüber geredet habe in dem Video, ich glaube aber nicht, ist wirklich ein sehr, sehr geiler neuer Superstar bei mir ins Roster geflattert. Wow, Luke Harper, ich sag's euch, wie ist das passiert? Es gab ja dieses Bludgeon Brothers Event, wo man ganz schön ordentlich Splitter für die guten Kollegen sammeln konnte, also speziell jetzt für Luke Harper. Und bei mir war das am Ende gewesen, wir haben noch ganze 30 haben mir gefehlt, stimmt, deshalb sind noch 10 übrig. Mir haben 30 gefehlt und wir hatten ja in letzter Zeit immer sehr viele Shop-Angebote gehabt für 20 Splitter. Und das ist schon 3-4 Wochen her, wo da mal so ein Angebot war. Und das habe ich mir zweimal geholt, habe meine fehlenden 40 Splitter gekriegt, deshalb sind halt noch 10 da. Und da ist Luke Harper jetzt am Start. Und definitiv einer mit der besten Superstars hier und dann auch noch das Tag-Team, was mit Eric Rowan dann halt möglich ist, richtig heftig. Und ich habe dann natürlich in der Situation wieder da gesessen und mir so gesagt, na scheiße, jetzt wolltest du eigentlich die Fashion Police hier weiter hochziehen, jetzt hast du dann hier natürlich nochmal einen richtig krassen Superstar am Start. Aber ich habe dann mit meinem Lieblings-Ossi Carster und mit dem Danny, mit dem Berliner Jung, haben wir im Discord so ein bisschen geklönt und geschnackt und da habe ich denen das so erzählt. Es ist ein First-World-Problem, Leute, also manche würden sich die Finger lecken. Also es ist klar. Aber ich habe dann halt auch zu denen gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Das nervt, ne? Eigentlich, wenn du so einen hast wie Luke Harper, den musst du hochdonnern, sofort. Aber die haben dann auch zu mir gesagt, und ich sehe es ganz genauso, haben dann auch gesagt, jetzt hast du auf gut Deutsch bei der Fashion Police was reingestellt, Coins, Poster etc., dann mach die doch erstmal weiter und dann machst du halt danach. Das rennt ja nicht weg. Das ist ja im Prinzip das Gute bei Champions. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist bei Champions, es ist ja nun mal wirklich so, den Stand, den du dir erarbeitet hast, hast du ja mit den Superstars geschafft, die du hast in dem jeweiligen Level, ne? Und alles bessere Superstars, das ist alles Bonus. Man kann sich eventuell Sachen leichter machen, kann vielleicht kleine Tour vielleicht mehr spielen. Aber sonst, die Möglichkeit, die man hat, beziehungsweise hatte in den Events, die ist ja gegenwärtig da. Und alles, was dazu kommt, ist halt Bonus. Und deshalb, so sehe ich das gerade für mich und deshalb werde ich erstmal an der Sache festhalten. Wir können hier auch mal ganz kurz auf Klasse gehen, das ist vielleicht gerade mal ein kleines bisschen übersichtlicher, tut mir leid. Deshalb mal ganz kurz nochmal zusammengefasst, lasst uns mal ganz kurz über die Projekte pro Klasse reden. Wie gesagt, ich hatte Coins reingeballert bei dem Hall of Fame Booker T noch und die Poster, damit er halt auf 4 Gold geht. Das wird dann entweder im nächsten Talent-Up, obwohl Talent-Up ist das einzig Richtige, weil er halt nicht die dementsprechenden Marken halt verwendet für seine Aufladung. Deshalb definitiv in dem Talent-Up wird er hochgezogen und dann geht es weiter mit Tyler Breeze. Das ist jetzt erstmal bei den Strikern so der Plan. Natürlich immer noch auf Halde, Ken Shamrock, wo noch was passieren
passieren sollte. Ronda Rousey, wo noch was passieren sollte. Kevin Nash. Leute, aber man muss ja mal einen Anfang machen und dann natürlich noch die Geschichte mit Luke Harper. Ich muss ja irgendwo mal anfangen. Deshalb Hall of Fame Booker und dann Tyler Breeze wenigstens auf 4 Silber. Das ist jetzt so mein Ziel. So, gehen wir mal weiter bei den Akrobaten, ne? Eine Klasse, wo ich komischerweise nicht mehr so richtig drauf geachtet habe, was eigentlich so los ist bei mir. Dann habe ich jetzt mitgekriegt, Mensch, du hast doch markentechnisch, wie sieht's denn eigentlich aus? Wirklich nie geguckt so richtig. Und dann habe ich gesehen, Mensch, du hast ja die Marken zusammen, um ihn auf 4 Gold zu machen. Und das wird auch der gute Ricochet sein. Ich habe bloß ein kleines Problem, der braucht halt auch rote Poster. Und ich brauche die roten Poster aber für meinen Fandango. So, und da habe ich mir gesagt, okay, ich werde wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, es wird so passieren, ich werde Ricochet jetzt erstmal auf 4 Gold machen, weil das in einem zukünftigen Coin Evo Event definitiv viel, viel mehr Punkte bringt und deshalb wird Ricochet erstmal auf 4 Gold gehen und dadurch, dass ich ja Tyler Breeze und Fandango simultan so ein bisschen leveln möchte und bis dahin kommen noch ein paar rote Poster zusammen, bin jetzt schon wieder bei 200 drüber, wie ich sie für Fandango ungefähr brauche und deshalb wird das schon nach vorne gehen. Auf jeden Fall soll Ricochet, der auch mittlerweile einen epischen Gürtel bei mir hat, richtig geil, wird dann auf 4 Gold gehen und dann werde ich mich hier um den guten Jimmy Uso kümmern. Das ist mein Plan und Eddie ist halt, der ist halt Level 0, keine Poster und so und bei Jimmy habe ich halt schon was reingeballert. Erst recht, ich habe postertechnisch sah es bei mir ziemlich schlecht aus nach dem Hall of Fame Event und / Royal Rumble Event. Ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Erst recht blau, deshalb ziemlich gut, dass ich das bei Jimmy Uso dann verballern kann. Der geht dann halt als nächstes hoch, wenn dann Ricochet erledigt ist. Nur ganz kurz so die Pläne, ne? So, bei den Technikern. Bei den Technikern folgende Geschichte, auch wenn ich eigentlich ihn nicht mag. Es wird der gute Randy Orton wird nach oben gehen auf 4 Silber. Die Marken sind auch da, mit Schleifen wurde ich in letzter Zeit irgendwie ganz schön zugebuttert. Und Leute, ihr kennt das, manchmal hat man das Gefühl, wenn man von was sehr viel hat, dass man da immer mehr kriegt. Deshalb, muss das definitiv mal weg, die Marken, um mein Feeling da ein bisschen zu verbessern. Und deshalb wird Randy Orton wird hochgehen. Ich habe erst überlegt, Lita hochzumachen weiter, aber habe mir dann gesagt, ey komm, du hast erstmal 2 auf 4 Gold, vollkommen okay. Werde ich mich erstmal um Randy Orton kümmern, der auch seinen Weg bis 4 Gold machen soll. Und dann habe ich irgendwie Bock, Chad Gable hochzuziehen, aufgrund von dem Aussetzmanöver. Hier ist halt noch Mr. Perfect, der rumschlummert. Aber halt Level 0 und so, ne? Ist halt noch ein weiter Weg. So, Trickster sind wir mal angekommen. Schöne Sache, muss man sagen. Hier werde ich endlich mal bei Edge weiter angreifen. Ihr habt das ja mitgekriegt. Das war so ein bisschen die Kontroverse, wo das mit seiner Vertragsverlängerung noch nicht war. Ob wir von Scopely, wir Content Creator, überhaupt Inhalte zu ihnen halt noch posten können. Hatten da so clean, ich sag's jetzt mal so embargo-mäßig, wart mal da so ein bisschen gebremst und haben gesagt, gekriegt, hier macht erstmal kein Gameplay mehr zu ihm. Mittlerweile geklärt, wir können wieder Gameplay zu ihm machen. Er ist ja aktuell Superstar der WWE, muss sich Scopely halt immer ein kleines bisschen dran halten an die Lizenzen, so ist es nun mal. Und um Edge werde ich mich kümmern, der ist wenigstens cointechnisch schon gemaxt, aber braucht halt auch die Poster. Aber der soll halt seinen Weg gehen bis auf 4 Gold, weil ich hier damals halt schon den Schritt gemacht habe und ihn cointechnisch gemaxt habe. Dann soll es bei den Trickstern bei mir um den guten Razor Ramon gehen, natürlich, ich bin Fanboy erster Stunde bei ihm, langer Weg. Von Level 0 geht es nach oben für ihn. Ihr seht alleine schon, um cointechnisch auf 4 Gold, auf 3 Gold zu maxen, gehen hier schon mal 10,5 Millionen ins Land. Muss man nebenbei immer ein kleines bisschen mitmachen, obwohl ich ehrlich gesagt auch ziemlich Bock hätte, Brock Lesnar, The Beast, Reincarnate weiter zu leveln. Aber ich sag ganz ehrlich, es soll mit dem guten Razor weitergehen. Powerhouses haben wir drüber geredet, soll jetzt auf jeden Fall um Kane weitergehen, der ist auch soweit durch, dass er dann halt auf 4 Silber gehen kann. Ihr seht, markentechnisch sieht es dann sehr, sehr schlecht bei mir aus, gerade mit den 4 Sterne Goldmarken wird es dann noch ein langer Weg werden, dass Kane mal auf 4 Gold gehen kann, aber ich habe Zeit, sowas von, deshalb warte ich da. Das Problem, dass markentechnisch so viel weggegangen ist bei meinen Powerhouses, ist ja, dass ich zum Beispiel den Ultimate Warrior halt erst kürzlich, was heißt, im letzten Event habe ich den halt auch hochgezogen und da sind halt viele Marken mit weggegangen. Ist aber, wie habe ich ja an anderer Stelle schon gesagt, nicht schlimm. Ich freue mich immer noch darüber, dass der Ultimate Warrior als 4 Sterne Silber Superstar hier im Roster ist. Von daher alles gut. So, also wie gesagt, Kane soll seinen Weg gehen auf 4 Gold und dann habe ich sowieso zu warten. Ja, Lex Luger. Ah, das ist halt so, ich habe mich so mega gefreut, dass er da ist. Der legendäre Gürtel, der für ihn da ist und
rein theoretisch und wenn man mal logisch rangeht, müsste ich bei ihm weitermachen. Nur ich denke mal eher, dass es dann dahingehend weitergehen wird, dass ich den guten Eric Rowan werde ich dann wahrscheinlich wenigstens auf 4 Sterne Bronze mal entwickeln wollen, würden, möchten, können. Wie man es auch immer wieder sagt, das ist halt so ein kleines bisschen das Ziel, weil ich hier ja nach Tyler Breeze dann doch höchstwahrscheinlich den guten Luke Harper weiterleveln werde. Und wir haben es mitgekriegt in den letzten Wochen und Monaten, die Bludgeon Brothers waren schon immer ziemlich wichtig in den Events gewesen. So, dann sind wir hier bei den Showboats dann endlich angekommen. Hier habe ich es ja schon gesagt, der gute Fandango soll jetzt hier halt seinen Weg finden, wenigstens auf 4 Silber. Markentechnisch haben wir da jetzt geguckt, sieht das auch ganz gut aus. Da ist die Laube auf jeden Fall schon mal geklärt. Gerade die 3 Sterne Goldmarken sind in letzter Zeit dann wieder ein bisschen bei rumgekommen. Also markentechnisch läuft's. Und wie gesagt, 4 Silber reicht mir erstmal bei ihm. Und dann bin ich ganz ehrlich, habe ich bei den Showboards absolut keine Ahnung, wen ich danach hochziehen werde. Ich denke mal fast, dass ich mich endlich mal dran machen werde und bei Rikishi ein bisschen was machen werde, damit er endlich seine, Coach-Eigenschaft bekommt, dass halt, ja, passende gelbe Juwelen, Manöverpunkt mehr aufladen, ist aber halt drauf gemünzt, dass er halt auf 4 Sterne geht. Ja, das habe ich mir so vorgenommen bei den Showboats, weil im Endeffekt hilft's. Ein bisschen ärgerlich, Slick Rick liegt immer noch ganz unten auf Halde, aber wie gesagt, erstmal Fandango und meine Pläne werden sich sowieso immer wieder ändern, weil wieder irgendwas dazwischen funkt und was Neues dazukommt. Ganz klare Geschichte. Leute, Mann, das war jetzt schon mal wieder ein krasses Roster-Update. Ich will mit euch heute Folgendes machen. Für diejenigen, die es interessiert, ich nehme das jetzt auf am Samstag, knappe 2 Stunden bevor die zweite Flash-Feud losgeht. Und wir müssen noch ein bisschen blitzen. Wir fangen hier eh mal an mit dem Schaltjahresblitz, möchte ich ihn mal nennen. Habe ich natürlich ziemlich Schwein. Hier ist natürlich ein Ken Shamrock mit am Start. Irgendjemand im Team hat sich wieder was gegönnt. Dadurch sind wieder ein paar Tickets dazu gekommen. Deshalb vielen lieben Dank ans Team. Ich werde es mir mal ein kleines bisschen einfacher machen und hier mal ganz kurz den entsprechenden Coach hier mit reinmachen. Meine Güte, ich rede heute schon wieder so viel, dass man sich halt einfach mal verspricht. Tut ein bisschen weh, so ein 4-Sterne-Gold-Trainer-Eigenschaft zu wechseln. 25.000 Coins gehen dann mal wieder weg. Aber ich mache das gerne für diesen Fight, weil wir uns natürlich dort so ein Tresor am Ende holen können und ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass da vielleicht 1 Million Coins drin ist, weil für die ist es ziemlich interessant. Wir werden uns ein paar Schlüssel jetzt noch zum Abschluss erspielen. Ich will mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Hab übrigens mein Goldberg-T-Shirt heute an. Freue ich mich ein bisschen drüber. Mal wieder aus dem Schrank gekramt. Mensch, da lag es ganz schön lange rum, ne? Weil es nicht mehr so gepasst hatte. Aber mittlerweile klappt das ja wieder ganz gut. Und ja, dann wollen wir mal. Der gute Ken Shamrock, auch definitiv ein Superstar unter den Strikern bei mir, wo man eigentlich sagen müsste, Mensch, der ist sowas von lohnenswert nach oben zu ziehen. Ich habe auch ganz kurz überlegt, wo diese Shop-Angebote waren, wo man Fusion für seine Superstars, die man halt, das war halt ein bisschen blöd, das war halt nur Superstars, die du eh schon hast, wo du dann quasi Fusionen dir holen konntest. Ich habe das auch ein kleines bisschen anders verstanden am Anfang, aber ist ja okay, dann ist es halt so und da konnte man sich halt eine Fusion von Ken Shamrock holen, auf 4 Sterne Bronze, hab mir dann aber wieder gedacht, ach komm, scheiß der Hund drauf, wegen der Infusion jetzt dann wieder die ganze Kohle dort rauszuballern. Mich ärgert, was hier gerade passiert und das im ersten Fight, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Immer die ganzen Blitzfights gemacht hier gegen Elias und nie ist was passiert und jetzt kommt hier so eine Scheiße. Aber Leute, so ist es, Vorführeffekt im Video, ihr kennt das. Und ja, aber ich sag mir trotzdem, Ken Shamrock, der soll erstmal so bleiben. Wie gesagt, mit Luke Harper ist da doch ein besseres Pferd im Stall, wo ich auf jeden Fall sage, da musste definitiv aktiv werden und was machen. So, ey, bitte kann ich hier jetzt endlich mal fertig machen. Das ist ja sowas von, komm, da können wir jetzt hier auch mal ganz schnell unsere Submission machen. Welche nehme ich? Ist da jetzt auch eigentlich scheißegal, ne? So. Hauptsache, der Kampf ist vorbei. Das hat sich ja jetzt hier ein bisschen gezogen, ne? Wir gucken natürlich in dem Video noch, was in dem besagten Tresor, den wir uns hier erspielen können, am Ende so noch auf uns wartet. Allgemein muss ich sagen, bei Champions, ich habe das ja gesagt gehabt, dadurch, dass ich in das Hall of Fame Event, / Royal Rumble Event, was das letzte war, so ordentlich reingeballert hatte, was Ressourcen angeht, was Zeit angeht, habe ich dann wirklich dieses Monatsevent ein bisschen ruhiger gemacht. So viel ruhiger war es dann aber im Prinzip gar nicht, wenn man mal ehrlich ist, weil dementsprechende Touren, die ich machen konnte, habe ich natürlich trotzdem gemacht. Ich habe Blitzes immer wieder gemacht gehabt, auch hier diese Bronze-Blitze, so möchte ich sie jetzt mal nennen.
Ja, und immer wieder halt so ein kleines bisschen was nebenbei gemacht. Bei weit, oh, wir sind ja hier kurz vor dem Meilenstein, hier guck mal an. Ja, also es ist trotzdem immer wieder was passiert, weil ich halt immer im Hinterkopf habe, ich möchte natürlich das Team noch weitestgehend unterstützen und möchte mir, so bin ich auch natürlich ganz ehrlich, durch meine Leistung, die man halt zeigt, möchte man sich ja weiterhin den Spot in unserem Main-Team quasi D-Generation X weiter beibehalten, ne? Weil ich sag's euch ganz ehrlich und ich merke das, was ist denn hier eigentlich, hier kommt gar nichts für uns so richtig. Ich sag euch nämlich ganz ehrlich, ich merke das, seitdem ich in dem D-Generation X-Team bin, das hilft mir ungemein beim Vorankommen, das ist einfach irre, weil ich hier ganz einfach Zeug, bekomme, was ich vorher nie so gepackt hatte mit anderen Teams eventuell, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Das ist halt einfach so, ja, wir haben ja jetzt nun mal unsere Hierarchien innerhalb dieser DX-Family und man merkt halt, dass man in einem Team ist, wo ungefähr die alle Leute so spielen, wie das Spielverhalten von einem selber dann ist. Und da kommt natürlich mehr raus in dementsprechenden Team-Events, in Fäden, Showdown-Events. Leute, was weiß denn ich? Und da kriegst du halt irgendwie, merke ich selber, es ist immer wieder, du schaffst halt einen Meilenstein mehr durch das Team. Wenn es dann jetzt bei Team-Events geht, dann kriegst du wieder Ingots, kannst dir halt im Prize-Ball-Shop wieder irgendwas mehr holen. Und alles so eine Geschichte, ne? Und ich merke das ungemein, dass da wirklich, dass ich dadurch wirklich enorm vorankomme. Das sage ich wirklich, das merke ich halt. Und ich will mir natürlich da meinen Spot weiterhin, ja, gerne weiter behalten. Und das ist halt nun mal bei uns, das finde ich vollkommen okay. Das wird auch vollkommen transparent bei uns gemacht innerhalb des Teams. Also kommen wirklich immer Übersichten, dass jeder wirklich seine Leistung sieht, die er gemacht hatte. Sei es jetzt im Showdown, was gewertet wird, im monatlichen Events mit den Schlüsseln, was gewertet wird und in den Faction Feuds. Und dann wird halt geguckt, wie viele Punkte hast du gemacht und die besten 100 sind im D-Generation X-Team. Und vollkommen transparent, für jeden öffentlich. Und von daher, ja, finde ich das halt sehr, sehr gut. So, wir können hier übrigens auch noch was machen. Hier muss ich aber mal ganz kurz befüllen. Weil mein Problem ist, kommt überhaupt noch ein Daily Event? Kommt überhaupt noch ein Daily? Wir haben jetzt gerade eins. Morgen ist Montag. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich wollte eigentlich die Dinger jetzt mit euch verspielen hier. 3 Touren. So, Talent, jetzt machen wir mal noch eine Bimmel mit rein. Einfach nur, dass ich weiß, er ist da. Wir nehmen mal den guten Razor Ramon mit. Bei George the Enemy Steel mal ganz kurz gucken wegen Trainer. Oh, gar keine drinne. Das passt mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Da geht ja wieder alles weg hier. So, wir machen mal hier rein. Violette Manöverpunkte. Und machen mal rein natürlich den guten Daniel Bryan. So, und dann können wir hier nämlich auch noch was machen. Machen auch noch ein paar Pünktchen und so weiter und so fort. Obwohl ich glaube, das Gauntlet-Event, das ist eh gemaxt. Aber ist ja erstmal Wumpe. Bestenliste ist ja auch immer noch interessant. So, machen wir mal den guten Daniel Bryan hier noch mit rein. Und dann kommen wir mal zu unseren Fights, weil wir können ja schließlich auch noch ein paar Schlüssel erspielen. Und eventuell noch ein paar Splitter, so muss ich es ja sagen, für mich, für den guten Eric Rowan hier abgreifen. Natürlich auch immer wieder eine schöne, interessante Sache. So, wir gehen rein. George the Animal Steel, warum spiele ich mit ihm? Er bringt natürlich ein bisschen mehr Zusatzpunkte. Ja, ich hätte andere Superstars, aber müsste die halt extra hochziehen und das wollte ich nicht. Und man trägt auch so seinen Teil dazu bei, wenn ich George the Animal Steel, wenn ich da meine Fights mitmache. So, wo war man aber vorher gewesen, ne? Wegen Spot, ich will drinnen bleiben und, was haben wir noch so geredet? Ha! Ich weiß es schon wieder nicht. Aber ich sag ganz ehrlich, dass bei Champions ist immer noch so, durch das Team, die Motivation ist immer da, auch wenn jetzt nicht so viel Content gekommen ist, die Leute unter euch, die Grinding-Ausgaben bei Supercard immer wieder verfolgen, die wissen, dass bei mir sich halt lebensmäßig ein bisschen was gewandelt hat, was weiß ich, Ernährung und Sport und so weiter und so fort und dass ich halt wirklich explizit gesagt habe in meinen dementsprechenden Videos, dass ich die Zeit halt bei YouTube dafür abknapse, definitiv, deshalb kommt nicht mehr täglich ein Video und sonntags verbringe ich meistens jetzt nicht mehr damit, den ganzen Tag Videos vorzuproduzieren für die Woche, sondern mache dann lieber einen Stream mit euch. Und ja, das ist mir dann ein bisschen wichtiger. Und in dem Atemzug hat es sich dann halt so eingeschlichen, dass da halt irgendwie bei Champ jetzt nichts passiert ist. Hab mir jetzt aber wirklich vorgenommen, dass da wieder ein bisschen mehr kommen soll, weil ich es eh täglich spiele. Ganz klare Geschichte. Und da soll wirklich,
was wieder ein bisschen mehr kommen, Leute. Also macht euch da keinen Kopf. Ich bin immer noch da. Ich spiele es immer noch leidenschaftlich gerne. Erst recht, weil ich halt so mitkriege, was für Fortschritte hier wirklich passieren. So, das Board gefällt mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so. Ach so, Mensch, ich bin doch doof hier. Ist ja erstmal Turn 1. Wir machen jetzt erstmal grün, weil hier ist dann nämlich ein Fünfer. Den hätte ich dann bitte gerne. Oder hier soll er sich den Joker alleine nehmen. Oh, das ist natürlich sehr nice hier. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Leute, ich will erstmal so machen hier. So, gucke mal. Machen wir erstmal so hier. Gegen Alistair, das kann immer gut und schlecht laufen hier mit dem guten George the Animal Steel. So, was kriegt er denn? Er kriegt gelb, das ist sehr schön, weil das nützt ihm nämlich im Augenblick gar nichts. Hier liegt ordentlichst violett, wartet mal bitte. Wir machen hier mal die drei noch mit dazu, machen dann mal hier unseren Finisher, Schaden für jeden violetten Gem noch extra und kommen hier mal mit einem schönen stattlichen Pin-Versuch mit um die Ecke und haben dann das schwarze Manöver am Start, um noch ein paar Violette zu machen. Okay, natürlich, wenn viel Violett liegt, kann natürlich auch viel Violett fallen, ganz richtig. So, wir haben hier aber unser schwarzes Manöver, machen auch nochmal neun zufällige. Ich habe wirklich wieder mitgekriegt jetzt hier, dadurch, dass ich hier mit George the Animal Steel mal wieder ein bisschen gespielt habe, dass der wirklich auch ein echt guter Trickster ist. Gefällt mir richtig gut. Und die guten sind ja, ah, ist natürlich genau drei Balken jetzt, ne? Das ist natürlich wieder ärgerlich hier. So, mache ich so und dann geht das mit kaputt oder mache ich so, dann geht der Fünfer. Leute, ich mache so. Ah, das habe ich hier unten nicht richtig gesehen. Ärgerlichchen. Aber Leute, alles cool, die Runde läuft sehr, sehr gut hier. Da habe ich schon bei weitem schlechtere Runden, ne, innerhalb dieses Gauntlet-Blitzes erlebt gegen den guten Alistair. So, wir haben hier nochmal vier. Das müsste sogar, denke ich mal, fast reichen jetzt. Naja, guck an, ist doch schön. Ist doch schön. Hat das gepackt. Und ich sage auch, was mir diesen Monat wirklich gut gefallen hat. Es ist ja immer wieder so, es werden immer neue Sachen mit ausprobiert, eingeführt, wie auch immer. Man merkt, dass bei Champions der Tonus immer mehr zu den Gürteln geht, zu den Medaillen geht, wo ich mich ja damals schon als wirklich deutlicher Befürworter dafür ausgesprochen habe, weil mir das wirklich ziemlich Spaß macht, um zu gucken, wie holt man aus seinen Wrestlern noch was Gutes raus. Set-Bonis sind so eine Sache. Jetzt natürlich die legendären Gürtel mit den Tafeln, mit den dementsprechenden Medaillen. Und man kann ordentlich noch was rausholen. Und ja, das feiere ich wirklich. Und da geht halt wirklich so der Tenor hin gerade. Man merkt das. Wie gesagt, ich find's cool. Und ja, und was mir diesen Monat auch gefallen hat, ist diese Gauntlet-Blitzes, die halt wirklich so den ganzen Monat immer mit, halt da waren. Ich weiß, viele unter euch, ich grüße dich, Danny, mein Guter, das ist jetzt nicht böse gemeint, viele mögen Gauntlet-Blitz-Spielen nicht so. Das höre ich wirklich von vielen, die diesen Modus wirklich nicht feiern. Bei mir ist es allerdings so, ich spiele gerne Gauntlet, fragt mich nicht warum. Das ist halt, mir macht das wirklich Laune. Und ja, gerade mit so einem Superstar bei mir wie bei Kane jetzt im Moment, ne, mit dem geht das da halt wirklich dann, ich will nicht sagen mega schnell, aber es geht halt doch schnell leer, wollen wir es mal so sagen. Und das erleichtert es eben natürlich dann auch ordentlich, ne? Und dass das jetzt so den ganzen Monat war mit diesen täglichen Sachen, klar war es immer dahingehend ein bisschen gemünzt hier wegen, du musstest natürlich die Superstars haben, dass du im normalen Modus den Gegner schaffst und bei schwer. Aber wie gesagt, Leute, bei Champions immer mal so sehen, immer nicht die Maximum-Meilensteine betrachten, sondern immer auch den Weg dahin. Ich sag das immer wieder, die Meilensteine, die man sich so zwischendurch abholt, sollte man nie außer Acht lassen und nie vergessen. Ne? Gerade mit diesen täglichen Geschisseln, ne? Wenn du die Aufgaben dort gemacht hast. Du hast halt dann wirklich auch fürs Team diese Souvenire, haben sie es, glaube ich, geschimpft. Es waren wieder 3000 Punkte fürs Team. Und so, und wenn jeder so denken würde und sagen würde, ich schaff's nicht komplett, dann fange ich gar nicht erst an. Sondern es ist immer der Weg dahin, der dich voranbringt und der auch dein Team eventuell auch so ein kleines bisschen weiter vorantreibt. Ne? Ganz klare Geschichte. Und das ist es auch so, was halt so, ja, für Teams halt sehr wichtig ist, ne? Also ganz klare Geschichte und auch natürlich für ihn als Singlespieler natürlich auch, ne? Also selbst wenn man sagt, oh, ich schaff den, nimm mal einen Showdown. Man sagt zum Beispiel, oh, ich schaff das nicht, den Showdown zu maxen. Ja, okay, dann kriegst du vielleicht nicht die letzten 1-2 Meilensteine, aber auf dem Weg dahin kriegst du halt auch nochmal deine 3-4 Millionen Coins. Und für die alleine lohnt es sich doch dann auch schon ein bisschen Gas zu geben. Mensch, so muss man es doch auch mal immer ein bisschen sehen.
So, wir gucken mal jetzt, wie das Match gegen Alistair jetzt so wird. Gut, könnten hier so. Es wäre auch schwarz für mich dabei, das ist schön, aber er wird eh violett dann nehmen. Wie tue ich? Aber ich will natürlich auch einen stattlichen Pin-Versuch machen. Ha. Leute, ich mach's ganz einfach, weil ich von Alistair da nicht so... Ah, da ist sogar schwarz noch nachgerutscht. Was willst du denn mehr? Perfetto, Mr. Geppetto. Super. Schön. Nee, mir macht das Spiel wirklich noch ungemein Spaß. Und wie gesagt, mit diesen Daily-Touren dort, also hier diese Aufgaben, die wir hatten, das war toll. Das war toll. Definitiv. Und es war mal was anderes, ein bisschen frischer Wind. Klar, die Ziehungen jetzt mit Amber, mit Kairi Sane, die waren natürlich sehr kostenintensiv. Man muss auch mal so sehen, es hat, oh, ich finde das krass, ich bin da auch immer eher erschüttert und so. Aber es hat auch ein bisschen was mit Lizenzen zu tun und oh, das geht so weit rein, so in Marketing und in was weiß ich nicht alles, was ich nicht ergreifen kann mit meinem Bimmelwissen, was ich da so ein kleines bisschen habe. Und man muss halt immer das große Ganze sehen, ne? Klar, im Endeffekt ärgerst du dich, du sollst so viel Geld reinballern für so einen Superstar, aber Leute, erstmal ist es natürlich, muss man sagen, es zwingt niemand jemanden dazu, klar, wenn man es dann versucht, man hat halt Pech, gut, sie haben jetzt die Prozentzahlen eingeführt, weil muss man halt, und ja, aber ich bin jetzt halt auch gerade so auf dem Trichter, dass ich sage, ihr habt es ja jetzt mitgekriegt hier mit Fandango, wo ich sage, oh, endlich geht's da mal vorwärts. Und mit Tyler Breeze, dass ich mir wirklich sage, ey, komm, zieh jetzt erstmal hoch, was du hast. Meine Güte. Und ja, und dann kann ich mir über neue Superstars vielleicht nochmal Gedanken machen. Deshalb habe ich mich jetzt auch nicht so geärgert diesen Monat, dass das mit Andrade jetzt nicht zum Beispiel geklappt hat. Weil ich mir gesagt habe, ey komm, wenigstens klappt es jetzt mal, dass in der Klasse der Akrobaten, dass der gute Ricochet auf 4 Gold bei mir geht. Und wenn ich Ricochet nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich AJ Styles hochgezogen oder was weiß denn ich. Auf jeden Fall ist es auch mein erster 4-Sterne-Gold-Superstar in der Akrobatenklasse. Fortschritt, ganz einfach Fortschritt. Und bei Andrade würde ich auch wieder da hängen und so, der ist Level 0 und ich will eigentlich Coins woanders noch mit verballern und was weiß denn ich. Leute, ihr kennt die Problemchen. Ihr kennt die Problemchen. Und deshalb, es muss jeder selber wissen. Es muss einfach wirklich jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Und bitte, was ich immer ein bisschen sagen möchte, wenn halt Leute sich wirklich dazu bekennen und sich wirklich hinstellen und sagen, nö, ich will meine Ziehungen machen, ich hab da Bock drauf, vielleicht ziehe ich was, ich hatte auch schon ein paar Mal Glück, hab auch schon oft Pech gehabt und was weiß denn ich nicht alles, sollte man die nicht verurteilen. Lass die doch einfach machen, das muss jeder selber wissen. Ich tu doch auch hin und wieder mal eine Ziehung machen, weil es mich ganz einfach juckt. Ich kenn das doch. Ich kenn das doch. Ich sag nur, was ich bei Hulk Hogan und so versucht hab, ne? Ganz klar. Man lernt draus. Man lernt draus. Ja, Leute, deshalb tut die Leute nicht verurteilen, die das machen. So, und ja, das wollte ich halt auch einfach mal ansprechen. Und man darf eins nicht vergessen, ich kriege das ja mit auf dem Discord, sei es jetzt auf meinen eigenen oder auf den von der DX-Family, dass diesen Monat viele Leute neue Superstars gekriegt haben. Viele haben Eddie Guerrero gekriegt, der unter den Akrobaten ein sehr guter Superstar ist. Einige haben Kevin Nash gekriegt, der natürlich auch unter den Strikern eine richtige Waffe ist. Sehr viele, habe ich den Eindruck, haben Eric Rowan gekriegt. Ich habe ihn noch nicht einmal auf 3 Sterne gekriegt und ich habe diesen Blitz hier schon sehr oft gespielt. Ja. Und einige haben wirklich Fortschritte gemacht. Ne? Man erlebt es immer wieder. Peu à peu, Stück für Stück. Und man darf nicht immer erwarten, dass... Ja, von jetzt auf gleich, dass immer klappt. So ist Champions halt nicht. Du musst Geduld haben, musst auf die richtigen Augenblicke warten, ein bisschen taktieren, dass du vielleicht sagst, okay, jetzt warte ich vielleicht mit Ressourcen und was weiß ich nicht. Also jetzt kommt ja hier Spring Event hier mit Zombies wieder. Da sind viele, denke ich mal, wieder heiß drauf und so. Ja, ne? Stück für Stück. Ich hoffe ja wieder aufs WrestleMania Event. Sag ich ganz ehrlich. Ja, warte da ganz einfach mal ein bisschen ab. Ich bin ein bisschen weggegangen von dem hier, dass ich Ressourcen immer aufhebe und dann auf Events warte, weil ich mir sage, die Superstars, die ich habe, die sollen nicht ewig brach liegen, sondern sollen halt hochgezogen werden. Und deshalb habe ich ja auch bei dem Event trotzdem einige Coin Evolution Events gemaxt. Ich habe auch das ENTP Event vollgeballert, weil ich mir gesagt habe, komm, es muss ja auch mal vorwärts gehen mit dem Roster, ne? Du willst ja auch ein bisschen was mal reißen. Und ja, deshalb habe ich da trotzdem immer was reingemacht. Und es kommt ja trotzdem immer wieder was drin, ne? Durch die Dailies,
durch irgendwelche Meilensteine, was weiß denn ich nicht alles. Es geht doch vorwärts. Da kann ich jetzt auch den Finisher eben mal machen, weil ich kann danach sowieso dann den Move hier wieder machen. Wird jetzt nicht so viel abziehen, aber ich sage mal, Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Ne? Ja, aber das wirklich mit den Gauntlet-Blitzes, das habe ich diesen Monat ziemlich gefeiert. Das fand ich geil. So, wir haben jetzt... Oh, guck mal da, grün, das geht auch kaputt. Entschuldigung. So, nehmen wir mit. Ansonsten gefällt mir das jetzt hier nicht so richtig. Obwohl, guck mal, da geht auch schwarz mit kaputt. Ist doch schön. Oh, jetzt gebe ich ihn hier aber blauer. Das würde er zur Pin-Befreiung nutzen. Das ist doch vollkommen okay. Pfui. Oh, zum Glück denkt er nicht richtig mit. Das ist jetzt auch kacke. Nee, warte mal, das ist... Ich hab Violett angewählt. Oh. Schweig still, mein Herz. Da regst du dich auf. So, jetzt will ich den Pinbalken natürlich nicht nach weitestgehend nach rechts schieben. Oh, jetzt geht das hier zusätzlich kaputt. Bitte nicht noch mehr kaputt gehen. Dankeschön. So, sehr schön. Nimm dein Violett. Der hat dann Blau. Das bereitet mir gerade so ein kleines bisschen Kopfschmerz, ne? Weil der Move ziemlich eklig ist. Aber wir haben noch Luft. Der Pinbalken ist schön weit links. Wir gucken einfach mal, was passiert. Wir gucken, was passiert. Nicht zu viel kaputt. Haben wir ein Schwein. Guck mal, wir können das, den Move hier auch noch getrost machen. Hier wird nicht kaputt gehen, es wird zu keinem Pin kommen. Oh, haben wir ein Glück. Läuft mit Georg. Gefällt mir. Muy macho, schön. Mensch, ich sehe gerade selber, ich sehe hier auf der Zeit. Ich habe mir ja schon gedacht, dass das Video heute ein bisschen länger wird, ne? Wir haben uns champion-technisch lange nicht mehr gehört, ne? Für diejenigen unter euch, die da jetzt auf Discord nicht vielleicht unbedingt mit mir im Kontakt sind und so, die jetzt nur auf diese Videos jetzt hier münzen, die, ja, die, für die ist das natürlich sehr still geworden. Das ist vollkommen logisch. So. Seht, da haben wir das auch geschafft. Das war mir nämlich auch wichtig. Und dann habe ich doch gesehen, wir haben noch irgendeinen Meilenstein da jetzt noch gepackt gehabt, ne? Ich glaube, bei dem Team-Event. War das bei dem Team-Event? Gucke an. Stark, Team. Klasse. Letzten Meilenstein geholt, noch ein paar Ingots und einen epischen Gürtel. Der war aber, glaube ich, für Striker, ne? Ah, für mich jetzt nicht so wichtig. Hier, das hat das jetzt wieder gehangen bei mir hier so? Ja, das ist grau, aber Leute, es zählt trotzdem, keine Sorge. So, gucken wir mal ganz kurz, was ist denn hier bei dem Gürtel? Das interessiert mich jetzt so ein kleines bisschen. War das für ein Striker? Mensch, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Zeig mal. Na los. Episch Attitude Striker, quasi so Ken Shamrock. Aber wenn der eine coole Nebenfähigkeit hat, der Gürtel, nehme ich den richtig gern. Zeig mal. Manöverschaden müsste das sein. Klar, Juwelenschaden wäre noch doch schon etwas pornöser. Aber ist doch in Ordnung. Das Ding hat schon einen epischen, ne? Was ist denn mit Kenny Henny? Wo ist denn hier Klasse? Aber das interessiert mich jetzt. Kenny Henny, wo bist du? So, bin ich blind? Da ist er doch. Er hat auch ein episch Attitude. Oh, Leute, bevor er weg ist, los, nimm ihn. Nicht verstärken, ausrüsten. Los, komm, den kriegt der gute Kevin. Ja, hier ist immer wieder Fehler. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Kevin hat einen epischen Gürtel abgekriegt. Das ist doch schön. Leute, wenn wir jetzt hier immer sitzen, mach mal diesen Daily-Schüssel immer schnell fertig. Ich glaube, Open Tour war da noch gewesen. Ne? Wo ist es? Hier. Open, eh mal auf normal und eh mal auf schwer. Ich würde sagen, da nehme ich mal meinen neuen Liebling in meinen Reihen hier. Echt, das ist so genial. Ich liebe es, mit ihm zu spielen. Mit dem guten Kane jetzt. Muss ich jetzt leider trainertechnisch wieder ändern, was aber nicht schlimm ist, weil er dann eh in Gauntlet-Blitz noch mitkommt.
So, ganz kurz hier aufladen. Rot, das sind wieder 25.000 Coins. Oh, wehe, jetzt holt sich hier wieder irgendeiner was im Shop, dass ich den Trainer dann wieder für Ken Shamrock nehmen muss. Obwohl, dann würde ich Oglobo einfach mal ohne Trainer spielen. So, machen wir hier mal schnell auf normal und auf schwer, damit wir diesen Daily-Schissel dann auch beendet haben. Und dann haben wir noch ein paar Schlüssel zu öffnen. Vielleicht kommt da noch was Cooles rum. Ich hatte leider nicht das Glück gehabt, wie so viele, die Dorte wirklich in Shelton Benjamin hier auf 4 Sterne und so zu ziehen. Das Glück hatte ich leider nicht gehabt. Aber viele von euch hatten es, das habe ich gesehen. Und von daher auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ein klitzekleines GZ an euch. Aber wir können ja mal gucken. Aber ich habe ein zweimal auf 3 Silber gehabt. Genau. 2x3 Silber, was allerdings auch ziemlich cool ist. Das eine Mal musste ich dann leider für eine Fusion nutzen, aber als ich ihn dann das zweite Mal gekriegt hatte, hatte ich halt 400 Splitter gehabt. Das war auch ziemlich cool. Da konnte ich dann nämlich dann halt auf 4 Sterne schön sein zweites gelbes Manöver halt hochziehen, was halt wirklich ziemlich geil ist und wo dann halt das Recycling dann so richtig losgeht mit dem guten Shelton. Ja, Shelton Benjamin gefällt mir ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Und ich sage mal, die Anfänge sind ja gemacht, aber ich will halt wirklich meine Coins für andere Superstars gerade nutzen. Und da kam mir Shelton Benjamin oder sprich jetzt so ein Event-Superstar doch so ein kleines bisschen mit in die Quere. So, haben wir das gemacht und dann sollten wir das doch nochmal auf schwer hier machen, ne? Oh. Gegen den guten Barack. Seht ihr? Sind wir beim Thema Ziehung. War nämlich gewesen hier mit diesem Schaltjahresding. Da war hier wieder diese 3 Pakete, ne? Ich habe mir die ersten 2 geholt, konnte dann 4 Ziehungen machen bei dem Leap Day Loot. Was habe ich gezogen? Da habe ich wirklich Schwein gehabt, das weiß ich auch nicht. Habe ich eine 4-Sterne-Fusion für diesen Brock Lesnar gezogen. Nicer Dicer, was soll ich dazu sagen? Habe ich mich schon ein bisschen drüber gefreut. Werden jetzt zwar erstmal nicht weiter leveln, aber lieber haben wir brauchen. Lieber haben wir brauchen. So reicht jetzt hier nicht für Gefahr komplett, aber vielleicht reicht's ja. Ja, Glück ist uns hold, sehr schön. Haben das gemacht. Ja, mit Kane geht das jetzt halt wirklich ratzfatz, deshalb soll der halt hoch, ne? Dass du da mit ihm dann immer so eine Sachen machen kannst, sowas wie Open Tour, dass das damit das Bam, 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 damit das Schild schnell geht, ne, irgendwelche Blitzes, wo du da ein offenes Spots hast, immer schön mit Kane jetzt rein, Bam, 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 Bam. Und 10 rote Poster! Dankeschön, Inge! Das ist doch schön! Oh, Balsam für die Augen! Das freut mich. Das ist schön. So, haben wir das auch gemacht? So, dann gehen wir mal ganz kurz hier nochmal bei unseren Turnier-Stissel-Schissel. Gehen wir mal hier hin. Ah. Haben das hier gemacht, weil es gibt ja nun mal auch noch Schlüssel dafür, ne? Ganz klare Geschichte. Ach so, wir müssen ja auch noch einen Bronzenen machen. Mensch, das habe ich ja total vergessen. Ja, so viel Zeit muss sein, ne? So viel Zeit muss sein. So. Dann nehmen wir hier mal den guten Shelton Benjamin mit. Dann nehmen wir natürlich den guten Kane mit. Und dann einfach nur, damit ich weiß, er ist da, er ist immer mit dabei, natürlich den guten Razor. So, ihr seht so viel. Ich habe mir vorgenommen gehabt, ich hatte auch schon gerechnet gehabt, das wären, ich glaube, so über 120 Ziehungen gewesen. Aber ich hätte nicht gewusst, weil ich das spielen soll. Hab zwar so dann immer so zwischendrin immer mal so ein paar Blitze gemacht mit Kane und so. Aber da war ich dann gut, wenn ich dann das mal geschafft habe, in Abend meine 3.000-4.000 Gaunte-Blitz-Tickets damit zu verballern. Aber ich sage mal, die Möglichkeit ist da für Leute, die halt sagen, hier, okay, ich greife da an, ne? Man hätte es anders machen müssen. Also ich persönlich hätte es vielleicht anders machen müssen. Wenn man sich diese Tickets erspielt hat in diesen dementsprechenden Touren und man hat sich dort, was weiß ich, 2.000, 3.000 erspielt, hätte man sagen können, gut, alles klar, jetzt hast du 24 Stunden Zeit, die halt zu verballern und so. Aber das ist halt natürlich mit enorm zeitlichen Aufwand verbunden. Aber man hätte es machen können, ne? Und ich weiß, einige haben das richtig krachen lassen in dem Gauntlet-Blitz. Ne? Wesig. Wären halt natürlich wirklich dementsprechende Schlüsselziehungen halt gewesen.
Und wenn man mal so sieht, mit dem Schissel, was wir jetzt hier so gemacht haben, hier, wir haben noch ein paar, also wir haben hier unsere Blitze gemacht und so, haben dann jetzt wegen diesem Daily-Ding hier gemacht, da ist eine Stunde weg. Da ist eine Stunde jetzt fast weg, ne? Und gut, ich habe jetzt nebenbei immer geredet und so, gut, eine Dreiviertelstunde, sag mal, zieh auch mal 10 Minuten ab, ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde. Und ich weiß halt, wie es bei mir gegenwärtig halt zur Zeit ist, manchmal ist mehr Zeit am Tag auch nicht da. Ganz klar. Ganz klar. So. Wirklich, der Kane, ey, das ist so ein Segen, so eine Bereicherung für mich jetzt. Halt mit seinem Gear dort, boah, mit diesen 6 MP mehr. So eine Bereicherung. Und das ist halt auch das Krasse, wenn man mal drüber nachdenkt, hier, wo das hier mit dem Fiend halt war, der ja auch so ein ähnlich krasses Gear hat, dass über Kane jetzt gar keiner mehr redet. Finde ich traurig, weil es ist definitiv erwähnenswert, ne, dass es halt auch so ein geiles Gear gab für ihn. Ich bin ja gespannt, wann und ob vor allem es nochmal ins Spiel kommt. Ich gehe aber mal felsenfest davon aus, irgendwann kommt immer nochmal alles ins Game. Deshalb sage ich mir auch mit Andrade, ist okay, es wird irgendwann, werden noch mal ein paar Splitter für ihn kommen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wird dauern, ist ja mit Edge dasselbe. Irgendwann ging es dann auch wieder los, dass man ihn, man konnte ihn doch auch wieder ziehen oder Splitter besorgen. Oder erzähle ich jetzt hier komplette Scheiße? Auch was man mal so sehen muss hier bei diesen bei diesem Rumgeblitze hier, Spieler, die neu angefangen haben, müsst euch mal überlegen, die haben übelst gute Chancen gehabt, sich die dementsprechenden MP-Trainer einfach mal zu holen innerhalb von diesem Monat. Vielleicht gab es ja welche, die noch kein Xavier Woods hatten, die noch keinen Steel hatten oder die halt, was weiß ich, noch auf 2 Bronze oder so hatten oder 2 Silber, weil sie es halt aus irgendwelchen Schlüsselziehungen so gezogen haben. Und hier konnten sich übelst viele die halt auf 3 Sterne holen. Bray Wyatt, konnten sich viele, enorm viele Splitter holen. Ich halte von Bray Wyatt nicht viel, abgesehen davon, dass er halt ein wichtiger MP-Trainer ist. Aber er ist definitiv okay, wenn man mit ihm spielen möchte. Und ja, ist okay. Der ist halt einfach okay, sagen wir es mal so. Und für manche war es vielleicht wirklich eine Option zu sagen, Mensch, das ist aber nun mal im Prinzip mein bester Striker. Oder viele konnten dann halt die Splitter nutzen, den nochmal ein bisschen hochziehen, von Manövern her maxen und haben sich dann gesagt, ey komm, jetzt fehlen die paar Marken, habe ich über. Hier, komm, ich zieh den hoch oder so. Selbes gilt dann natürlich hier für Xavier Woods, den es gab, oder George the Animal Steel und so weiter, ne? Ja. Nicht immer das Maximum sehen. So, wir werden diesen Gauntlet-Blitz hier jetzt noch zu Ende machen. Und dann war es wirklich eine schöne Ausgabe, ne? Mal wieder so drüber geredet. Wie sieht's im Roster aus? Man hat mal wieder so ein bisschen geschnackt. Wie war das Event so? Ich bin auch sehr gespannt, was halt in Zukunft jetzt noch auf uns zukommt. Man wird alles sehen. Nichts ist so wandelbar, wie es manchmal in Champions ist. Und wie gesagt, diese Gürtelgeschichte mit den Medaillen. Ich finde das cool. Ich finde das wirklich cool. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch ein kleines bisschen am Überlegen, ob ich das Event noch maxe. Also es ist irgendwie so eine kleine Stimme ist in mir noch drin, weil dafür müsste ich aber Shelton Benjamin noch hochziehen. Weil ich übelst scharf auf den legendären Gürtel für den Akrobaten bin. Und dem würde ich dann nämlich Ricochet geben. Ich bin halt immer noch am Überlegen. Aber wenn ich halt überlege, ich glaube, was hat ihn Talentpunkt gebracht für Shelton? 60 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist jetzt bei mir bei einem 8-9er Wert. Und du würdest den dann eventuell hochziehen, sagen wir mal auf 12. Bist du bei 3000, bist du bei 3000 mal 60, bis bei 18.000, bis bei 180.000, würde halt noch nicht ausreichen, dass das Event dann komplett gemaxt ist. Tja, dann soll es halt auch einfach mal nicht sein. Ich sag mal, der Ricochet, der hat auch einen epischen Gürtel so abgekriegt bei mir jetzt mal nur beispielsweise, er kann halt keine Tafel verwenden. Und was für eine Tafel hätte ich denn noch auf Halde? Ich glaube, das halt mit den Beschädiger-Juwelen halt, was für Lex Luger so wichtig ist. Das hätte ich halt auf Halde. Aber ansonsten, ich habe halt diese geile Tafel nicht hier wegen den Submission-Juwelen dort. Das ist natürlich dann ein richtiger Game-Changer, kann das natürlich sein. Deshalb, ach, ich lasse das so.
Der epische Gürtel, das reicht mir. Ich will halt wirklich, ich habe mir gesagt, hier komm, Shelton Benjamin auf 4, dafür ist auch schon ordentlich Coins weggegangen. Und ich glaube, so, das kann man immer so 10 Millionen, 10,5 Millionen, wir haben es ja gesehen, beim 3-Sterne-Gold-Superstar Max und Cointechnisch 10,5 Millionen gehen dort ungefähr ins Land. Die hat man dafür investiert. Der Rest sollte dann, also habe ich mir halt gesagt, soll für die anderen sein. Damit halt die dann halt nach oben gehen. Mensch, da kriegt man ja alle Sprengstoffjuwelen hier mal weg. Das ist einfach mal irre. Passiert nicht so häufig. Wenn ich mir vorstelle, wenn Kane, überleg mal, wenn der auf 3 Gold, warum sage ich das dann immer so? Wenn der auf 4 Gold macht, kann der am Anfang nicht 2 Reihen kaputt machen, sondern sogar 3. 3 Reihen macht der dann kaputt. Wow. Beast. Beast. Und da kannst du so Cascades dann manchmal machen. Oh, freue ich mich, wenn dieser Tag kommt. Wird dauern, ist aber in Ordnung. Bin froh, dass er wenigstens erstmal auf 4 Silber dann ist. Weil das ist auch schon mal ein Anfang. Stück für Stück. Ich sag's immer wieder. Freue mich immer wieder, wenn der gute Yasmin Punk, ich grüße dich an der Stelle, wenn der mir dann immer wieder so zeigt, hier komm, jetzt habe ich den gekriegt, wegen Matt Hardy und was da nicht alles war. Auch Stück für Stück. Es geht Stück für Stück, geht's vorwärts. Aber es geht vorwärts. So, dann machen wir hier mal Randy Schmutz Orton noch fertig. Wahrscheinlich hat mir deshalb dieser Gauntlet Blitz so gut gefallen, weil ich immer Randy schön auf Mütze geben konnte. Mal sehen, ob jetzt Vorführeffekt kommt. Ob die Runde jetzt eine Scheiße läuft. Bin ich gespannt. Scheiße laufen wird sie nicht. Aber eigentlich konnte ich immer die Runden so machen, dass ich halt kein Gesundheitspaket mit Kane dann am Ende gebraucht habe. So, nee, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus hier. Die drei, wenn die drei jetzt hier Sprengstoff wären, naja, fast. Aber oh, das ist auch schön. Das ist auch schön. Das tut jetzt auch weh. Oh, mach mal so und so. Sehr schön. Herr Kane, ich sag's ganz ehrlich, wird mein neuer Liebling. Mit Hall of Fame Booker. Das sind so wirklich meine neuen Lieblinge. Sag ich ganz ehrlich. Freue mich auch wie Sau, wenn der Hall of Fame Booker da noch 4 Gold ist. Oh, Zucker, Leute. Zucker, sage ich dazu nur. So. Haben wir das geklärt jetzt hier. The Daily Shizzle is out, so. Da kann die Faction Feud ja dann nachher kommen. Sehr gut. Ich habe die Dailies noch gar nicht gemacht. Fällt mir gerade ein. Oh Gott. Also, wow. Was ist denn heute? Samstag, ne? Ah, grüne Poster. Wichtig. Brauche ich für Edge. Deshalb müssen die definitiv gemacht werden. So, ihr Lieben. Da gehen wir jetzt hier erstmal unseren Shizzle holen. Wenigstens noch ein paar Andrade-Splitter, die kann man doch natürlich noch gerne mitnehmen. So. Natürlich die Ingots. So, dann gehen wir mal rein. Was haben wir denn so Schönes gekriegt? Was haben wir denn? Ey, wenn jetzt hier Vorführeffekt kommen, wenn ich jetzt Eric Rowan hier auf 3 Sterne kriege, weil ich habe die ganze Zeit immer nur Splitter gekriegt. So, was habe ich denn hier? Du gehörst ja eigentlich gar nicht hin, ne? Das ist noch irgendwie von dem VIP-Loot, genau. Oh, hier schön hier die Requisiten. Nehmen wir immer mit. Ganz, ganz wichtig. Vor allem immer wichtiger. So. Machen wir hier so. Mal sehen, ob uns der Blitz mit Kane Shamrock, ob uns der noch ein kleines bisschen was gebracht hat. Ah. So, hier. Poster immer her damit. Bitte rot und grün. Rot und grün. Oh, 3 verschiedene Farben. Ja, ist auch schön. Gelb ist auch immer gut. Grün? Fast. Aber ist okay. Ist okay. Nehmen wir mit. So, was war denn jetzt? Das hier müsste hier genau für George sein. Oh, 10 Splitter. Ich denke mal, damit kann sich jeder totschießen mittlerweile. So, jetzt natürlich die Frage, ne? Hier 3 Chancen nochmal für Eric Rowan auf 3 Sterne. Würde ich mich freuen. Ich öffne das sowas immer einzeln dann. So, 20. Nehme ich mit. Nehme ich definitiv mit. Sind ordentlich rumgekommen, Splitter, in letzter Zeit. Also, wie gesagt, meine Manöver freuen sich. So, wir gucken. Ah, Zähne. Ah, sind bei 30 schon mal. Komm, jetzt 3 Sterne. Ah, nochmal 30. Sind 60. Schön. Haben wir 60 Splitter. Jetzt hat der ganze Spaß uns gebracht. Und auf jeden Fall sind ein paar Splitter da, dass ich ihn dann halt ein bisschen weiter hochpushen kann. So, wir gucken mal hier. Was wollen wir? Poster. Am liebsten will ich eigentlich die Coins haben, aber ich werde eh Diamanten kriegen. So, wir gucken, was wird's? Bup. Wow. Die brauche ich natürlich dringend.
nicht. So. Aber öffnen tun wir so trotzdem. Komm, dann wenigstens für Powerhouse. Wenigstens für Powerhouse jetzt. Das kannst du mal wenigstens machen. Nein. Ja, na komm, wenigstens für die Powerhouses ist bei rumgekommen. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön. Wenigstens was. So, dann haben wir hier noch die paar Schlüssel, die wir uns heute noch erspielt haben. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? So weit unten. So, 12 Ziehungen. Vielleicht kommt noch was Cooles bei rum. Auf jeden Fall Jey Uso splitter nämlich weiterhin gerne mit. Aber ich würde auch bei so einem Shelton Benjamin, bei einer schönen Fusi jetzt so ohne Nesa. So, 12 Ziehungen und bam, wir gucken. Razor, das Glück habe ich einfach nicht, den ziehe ich hier nicht. Aber ist okay. Ist für mich jetzt auch nicht so mega spielentscheidend. Aber wir gucken mal. Oh, viele Splitter bei rumgekommen für Dean Ambrose, was ich ganz cool fand. Viele Splitter rumgekommen für Jey Uso, genau. Für Mann. Wo ist er denn jetzt oben? Für Jinder sind ein paar bei rumgekommen, fand ich diesen Monat sehr cool. Und hier für Daniel Bryan, den Planets Champion. Das ist auch schön Splitter rumgekommen. Kann ich auf jeden Fall Manöver dort ein bisschen weiter machen. Und vielleicht braucht man den Superstar ja dann auf einmal in irgendeinem Event. Ja gut, so eine Splitter für Braun Strowman, die sind dann natürlich in die hohle Hand geschissen. Ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Oh, naja, auch jetzt nicht die schlechtesten Splitter. Immer schön sammeln, mitnehmen. Der gute Karl, von dem haben wir ja in letzter Zeit so viele gekriegt. Junkyard Dog ist auch, ne? Naja. Naja. Okay, Bray Wyatt. Ich glaube, da ist glaub, der Superstar mit den meisten Splittern jetzt bei mir. Braun, warum? Komm mir doch mal neu hier so nochmal so ein 3-Sterne-Silber-Shelton Benjamin. Dit wäre nice jetzt. Dit wäre nice. The Viper. Mann. Ah, kein 3-Sterner dieses Mal. Oh ja, Samoa Joe nehmen wir auch mit. Nehmen wir definitiv auch mit. Es ist nichts sinnlos. Es ist nichts sinnlos. Mich interessiert das jetzt. Ist die Frage wirklich, ist Bray Wyatt der Superstar, wo ich die meisten Splitter davon habe? Tatsache, ist an den guten Triple H King of Kings vorbeigezogen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, auch muss ich mal sagen, guckt euch das an, ne? Das ist auch so eine Sache, das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Wenn ich überlege, Andre the Giant, habe ich immer gesagt, werde ich nicht hochziehen. Ohne Mist, wenn ich sehe, wie viel Splitter ich habe für ihn. Da kannst du schon sagen, okay, das kostet halt Coins und Marken, aber halt wenigstens keine Poster. Kann man halt wirklich drüber nachdenken. Jeff Hardy, dasselbe, wenn man irgendwann mal Überschuss hat. Roman Reigns, der definitiv jetzt auch nicht der schlechteste ist. Ja, bei dem guten Vince McMahon, da weiß ich auch nie, was da los ist. Also das ist auch einfach irre. Da hatte ich auch so viel gezogen dann irgendwie mal zu seiner Zeit. Shawn Michaels, auch nicht unbedingt der schlechteste. Kalisto, genialer Superstar. Könnte man auch mit Splittern dann ordentlich versorgen. Brutus the Barber Beefcake. Ab 4 Sterne auch nicht mehr so uninteressant. Matt Hardy, gab es auch sehr viele Splitter für mich in letzter Zeit. Also, den kann ich dann auch mal ein bisschen weiter hochpushen. Ja, Iron Sheik, auch schön Splitter. Man guckt dann auch immer, wenn du sehr viel Splitter halt hast, da überlegst du vielleicht nochmal, okay, ziehst du den vielleicht hoch, obwohl es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, aber du hast halt einen Haufen Splitter und sparst die Poster und willst halt bei dem Coin Evo Event zum Beispiel was machen. Das sind immer so eine Gedankengänge, ne? Taktieren, überlegen und was weiß denn ich nicht alles. Ja, Leute, haben wir doch eine schöne Ausgabe gemacht heute. Und ihr seid jetzt erstmal wieder im Bilde, was bei dem guten Christian so bei Champions los ist. Ja, ne, wir gehen hier nochmal ganz kurz auf Upgrades. Wie gesagt, hier, ne, wo ist er? Ist halt das Wichtigste für mich jetzt, für unter denen, die man jetzt hier sieht, der gute Hall of Fame Booker. Und so, und hier habe ich tatsächlich mal Bray Wyatt auf 3 Sterne gezogen. Ist eine Fusi für einen 4-Sterne, ist im Talent ab, sind das ein paar ordentliche Punkte. Gut, Leute, soll es dann jetzt aber auch gewesen sein. Coole Ausgabe. Vielen lieben Dank für alle die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ich wünsche euch weiterhin natürlich viel, viel Spaß mit dem Game. Ich hoffe, dass das nächste Video jetzt nicht so lange auf sich warten lässt, wie das letzte bis zu heute. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Gut, Leute, soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, immer gerne in die Kommentare oder nutzt Discord dafür. Mir bleibt dieses Mal in diese... Dieses Mal? Mir bleibt dieses Mal? Was das für ein Geschisse? Also nochmal vielen lieben Dank an Scopely, die Geschenke, an den lieben Doktor fürs Kissen. Mega nice. Hier, wir zeigen es nochmal. Es hat die ganze Zeit hier hinten so rumgelegen, ne? Das schöne Christian und R. Hulk Hogan Kissen. Ne? Total toll. Vielen lieben Dank, mein Guter. Gut, Leute, soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.